Hallo, so, wir haben heute wieder eine Textaufgabe und zwar steht hier, welche Schreibweise kann genutzt werden, um 18 Kisten auf zwei Stapel aufzuteilen? Und dann steht da noch, nutze zwei verschiedene Schreibweisen und wie lautet das Ergebnis? Also, lass uns erstmal oben anfangen. Was wollen wir hier eigentlich machen? Wir wollen 18 Kisten auf zwei Stapel aufteilen und das kann ich ganz einfach hinschreiben, indem ich schreibe 18 durch 2. So klingt es ja, ne? Also ich will es auf zwei gleich große Stapel aufteilen. 18 durch 2. Ich könnte auch schreiben das Ganze als Bruch. Das wäre 18 durch, machen wir mal so, durch 2. Und lasst euch dadurch nicht verwirren. Das besprechen wir, Brüche besprechen wir noch ganz ausführlich zu einem späteren Zeitpunkt, aber das sind die beiden verschiedenen Schreibweisen. So, und jetzt ist die Frage, wie lautet das Ergebnis? Und ganz einfach können wir es einfach mal hinmalen. Schreiben wir mal, malen wir mal die Kisten auf. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. 6, mache ich mal eine neue Reihe. 7, 8, 9, 10, oh, die war aber groß. 11, 12 und 13, 14, 15, 16, 17 und 18. So, und wie kann ich das jetzt so teilen, dass das gleich große Stapel werden? Also zum Beispiel könnte ich das so aufteilen in eine Gruppe, die aus diesen Kisten besteht, und in eine zweite Gruppe, die besteht aus dem Rest, das wäre diese. Und du siehst schon, es sind also genau gleich viele Kisten pro Gruppe oder pro Stapel. Also es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier sind auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kisten drin. Das heißt, das Ergebnis scheint hier 9 zu sein, ja? Also 18 minus 2 ist 9. Und hier unten kann ich genauso schreiben, 18, Entschuldigung, ich habe natürlich gemeint, 18 durch 2 ist 9. Und 18 durch 2, hier unten genau das gleiche, nur eine andere Schreibweise, ist auch 9.